Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War, die imperiale Kampagne mit den Germanen. Und ich denke mal, vielleicht holen wir uns hier noch einen Diplomaten, versuchen hier gleich den Alfswind nochmal zu bestechen. Ich hätte nämlich gerne wieder, das war nämlich ein ziemlich guter General. Hier wollen wir eine Feldschlacht gegen die Julia ins Werk setzen. Dazu müssen wir natürlich hier über diesen Alpenpass. Und wir sind gerade dabei, gegen die Skythen Krieg zu führen. Hier unten ist unser nächster Anlaufpunkt der Skythenlage. Das ist die Hauptstadt der Skythen. Wir haben Juvavum im letzten Part eingenommen mit einer sehr schlagkräftigen Armee. Ich denke mal, solange wir diese Armee noch behalten, ist es in Ordnung, wenn uns die Gallier das eine oder die Römer und beziehungsweise hier die Julier das ein oder andere Mal eine Armee abspenstig machen. Gucken wir erstmal, was jetzt passiert. Da ist eine Piratenflotte unterwegs, okay. Wir machen erstmal den Baubericht. Eburacum, wir bauen eine Stadtmauer, ist glaube ich ganz okay. Deva baut eine Farmgemeinschaft. Domus Dulcis Domus baut gar nichts. Und du baust auch nichts. Hier haben wir unsere Einheiten fortgebildet und noch eine Armee Bauern dazu genommen. Das sieht doch gut aus. Diplomatische Informationen. Krieg, Ägypten, Karthago. Bruti und Griechen und ein Waffenstillstand zwischen Griechen und Julian. Ja, von mir aus. Dann haben wir hier Vicus Goti, alles klar. So. Der Alfswind ist jetzt hier unten. Dann bitte bestich ihn nicht, weil... Was ist dein Problem? Er hat sich jetzt gedacht, ich bleib jetzt Römer. Ja, unglaublich. Ja, mein Herr. Es geht nicht weiter. Euer Ehren. Merkmale unbekannt. Soll ich den bestechen? Ne, komm, du bestichst mir den hier. Geht es nicht. Und du bestichst ihn. Das ist doch einfach nervig ohne Ende. Den spioniere ich jetzt nicht aus. Dann Martin gehört den Julian. Den Bruti. So. Rundenbericht ist okay. Ja, also seit wir da unsere Armee verloren haben, ist es insgesamt günstiger geworden. Das speichere mal gerade hier und greife den da mal an, den Buddhik. Schön. Kannst du ja nach Londinium. Vielleicht geht der Rudolf sogar mal hier runter zum Hermann. Schon mal einer hier, der Hauptmann Herennius. Mhm. Okay, gut, das ist interessant zu wissen, dass die Römer hier unterwegs sind. Jetzt können wir auch langsam mal so Richtung Axtkämpfer und Elite-Axtkämpfer uns vorarbeiten, aber ich denke, die werden wir hier unten rekrutieren können. Hier ist es jetzt momentan eher ungünstig, also die Versorgungswege für die Germanen jetzt sind auch einfach viel zu lange, muss man jetzt auch mal sehen. Okay, der Typ da, der kann eigentlich nichts. Drei Einheiten Bauern. Die reiben wir gleich noch mit den Generälen hier auf. Marschieren! Marschieren! Es geht nicht weiter! General! Marschieren! Gut. Schließe mich der Armee an. Das Gütenlager, die Hauptstadt, ja, die holen wir uns. Die haben hier diese Siedlung gar nicht eingenommen. Die holen wir uns, glaube ich, auch noch. Ja, und hier oben müssen wir noch was machen. Also wir müssen, bevor wir überhaupt irgendwas hier an den Siegbedingungen rütteln können, müssen wir erstmal müssen wir erstmal die Skythen ausschalten. Das ist halt echt ein Problem mit den haben wir Fraßbar eingenommen, das ist doch ein Witz. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Schau das mal an. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Sofort. 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 Es geht nicht weiter. Ich frage mal die Armenier, was sie wollen, wenn sie Krieg gegen die Skythen führen. Das wäre mir eigentlich ganz recht. Ich meine, das müsste ja jetzt für die relativ einfach sein.
Greifen wir Hauptmann Sekundus an. Es wird eine interessante Schlacht. Er hat Ballisten dabei? Naja, okay. Gut, wir gucken es uns mal an. Ich würde ganz gerne bei Zeiten noch Berserker bauen, wobei die sind bestimmt wahnsinnig teuer, aber gegen Römer müssten die eigentlich saucool sein. Die Bogenschützen gehen mal aus dem Plänkelmodus raus und machen mal eine lockere Formation und stellen sich mal wie gehabt hier hinter die Kriegsbande. So, das ist unsere mächtige Kavalleriearmee, die wir mal hier rüberstellen. Dann starten wir mal die Schlacht und werden hier diese Seite nehmen, denke ich, weil der Wald für die Römer eher eine ungünstige Option ist. Warte mal, der ist doch wahnsinnig. Schießt immer gerade. Stell du dich mal so auf. Einheiten! Vorstoßen! Einheiten! Marschiert! Bogenschützen! Ja, ich wollte gerade sagen, aufgrund der kurzen Distanz hätte ich mich über ein paar mehr Verluste bei den Equites gefreut. Machst du mir bitte diese Gruppe nochmal aus? Ich habe hier wieder Lecks ohne Ende. So, jetzt machen wir die Flanke hier klar. Ja, das sind Kavallerie-Hilfstruppen, jetzt verstehe ich. Bogenschützenbande. Ein Angriff. Bogenschützen. Bogenschützen. Sind es auch Hilfstruppen? Ja. Dann schießt du mal auf die. Bogenschützen. Bogenschützen. Bogenschützenbande. Was ich echt nicht verstehe, ist, warum wir die überhaupt nicht treffen. Da sind jetzt ja gerade mal so die ersten Treffer dabei. Als sie sich hier bewegt haben, haben wir keine einzige von den Hilfstruppen abgeschossen. Bogenschützen. Das gefällt mir gar nicht. Bogenschützen. Einheiten, nach vorn. Bogenschützenbande. Bogenschützen, halt. Bogenschützen. Aha, da sind jetzt mal ein paar schöne Treffer dabei. Gut.
Dann sollten wir vielleicht jetzt mal langsam vorrücken, ha? Bogenschützenbande. Ein Angriff! Kavallerie! Könnt ihr mal hier die Ballista schon mal angreifen? Bringt euch in Position. Nee, nichts hier zurückziehen. Gibt's hier den massiven Kavallerieangriff? Ja, wir werden da viel verlieren, denke ich. Lass mal gerade hier raus, bitte. Nee, du nit. So, ich muss mal kurz pausieren. Wir wollen ja jetzt noch ein paar Einheiten aufreiben. Ich denke, ich habe hier vorhin einiges durch diesen Bug wieder verloren. So, dann noch so. Wir müssen mal gucken, was da noch so über den Hügel kommt. Aber es sieht gut aus. Ja, bitte fortsetzen. Vom Feld wie ein Pack ängstliche Ziegen. Jagt und tötet sie alle. Da ist so ein bisschen was. Ja, die Philites werden wahrscheinlich wieder entkommen. Das sind ja die Turbo-Einheiten bei den Römern. Ja, die sind weg. Okay, wir geben Gas. Das war's. Wir müssen... Die Schlacht war echt gut. 2499 Gegner besiegt. Das ist fast die komplette Armee des Gegners. 119 Überlebende nur. Die Elite-Schützen haben halt mächtig reingehauen, aber vor allen Dingen auch die barbarische Kavallerie. Die hat ein paar Verluste gehabt. Die Speerträgerbande auch. Das ist noch halbwegs zu vernachlässigen eigentlich. Also insgesamt waren die Verluste wirklich sehr gering. Auch unsere Generäle haben sich hier gut bewährt. Die Speerträgerbande mit wenig zugefügten Verlusten, aber das war ja auch gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Die sollen ja nur aufhalten, damit wir schön von hinten reinhämmern können in die Römer. Da sind die Römer immer für anfällig. Das hat gut geklappt und da bin ich sehr zufrieden mit. Ich denke auch, wir marschieren direkt weiter Richtung Patavium. Wenn wir Glück haben und hier nächste Runde sogar schon die Stadttore aufgeschlossen sind, dann stehen wir bald vor den Toren Roms. Ja, aber dann bau doch mal ein paar Berserker. Brauchen wir Nachträuber? Steht mir noch nicht so der Sinn nach. Du brauchst mir mal besser noch hier so ein Spion. Die gotische Kavallerie, das ist interessant. Das ist ja eigentlich hier, wenn ich das richtig beobachtet habe, eine Einheit, die man nur im Tempel rekrutieren kann, also oder eben hier durch die, durch diesen heiligen Schrein oder wie auch immer. Da kann ich mich nicht mehr fortbewegen. Okay, da sind wir jetzt dann fertig. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Erwarte eure Befehle. Erstmal wieder der gallische Spion. Den kennen wir ja mittlerweile. Mit dem sind wir schon per Du. So oft wieder bei uns vorbeischaut.
Stammgast bei uns in der Kneipe. Oh, das ist jetzt interessant. Niederlage steht bevor, Haus der Bruti. Also der Witz an der Sache ist, das ist zum Beispiel was, was in der Version, die ich gespielt habe, oder was heißt in der Version dieser Kampagne, also ich meine, ich habe mir gerade einen Schluck Kaffee eingeschenkt, entschuldigt bitte den Lärm. Ich habe ja schon gesagt, ich hatte das Problem, dass das Spiel zwischendurch mal gecrashed ist, an einer bestimmten Stelle, zu einem bestimmten Jahr. Und hier war es jetzt so, dass das nicht kam. Das ist jetzt interessant. Euer das muss ich mir mal gleich angucken. Jagdmeister. Ich rede mit Ihnen. Okay, also. Seite angreifen. Sküten. Weiß ich nicht. Machen die das hier für 3000 Denare? Oh. Ja, mein Herr. Ja, da greift doch mal Fraßpaar an. Meine Fresse. Es geht nicht weiter. Ich brauche hier unten einen Spion irgendwie. Weg blockiert, ist egal. Rekrutierungsbericht. Okay. Diplomatische Informationen. Krieg Griechen, Dakien. Liegt das jetzt daran, weil die Dakien angreifen? Wenn die Dakien platt gemacht haben, dann habe ich verloren, oder wie? Nee, ich glaube eher. Warte mal, wen müssen die Bruti besiegen? Makedonen und Griechen, meine ich. Das ist natürlich auch die leichteste Mission eigentlich, weil das alles schön nah beieinander ist. Hier scheinen die Griechen zu sein. Ja, dann muss ich die Bruti besiegen. Wahrscheinlich sind dann die Ägypter irgendwie schneller oder irgendwie so eine Kacke. Da müssen wir natürlich ein bisschen drauf achten. Waffenschmied? Fragezeichen. Aber der ist so teuer. Naja, ist egal. Bau ihn mir trotzdem. Bauen wir den Markt. Ja. Gut. Marschieren. Agent entdeckt. Oh, wir haben ihn tatsächlich erwischt. Wahnsinn, Wahnsinn. Das hat echt lang gedauert. Ein neues Familienmitglied. Die Edith. Sehr schön. Ja, ich denke, hier werden dann auch bald die Römer langkommen, ne? Gut. Zu Diensten. Spioniere. Oh shit, da ist er jetzt krepiert. Der Alfswind. Ja, dann ist das jetzt natürlich hier Ehrensache für uns, dass wir den. Dass wir den zusammenknüppeln. Ja, Befehle. Verlasse die Armee. Ja, wir hätten ja mal Glück haben können bei so einer Belagerung. Die Siedlung wird belagert. Ja, Bewegung. Schließe mich den Truppen an. Muss ich nur gegen die Bruti kämpfen? Ja! Zerstören! Siedlung wird belagert! Die Siedlung wird belagert! Gut. Ja! Drei Einheiten Bauern, ja. Zerstören! Wir werden herrschen! Zerstören! Voll zerstören, Alter. Wir werden herrschen! Wir werden herrschen. Dann weißt du was. Okay. Marschieren. Du baust mir hier einen Wachturm. Wir brauchen ja wieder Wachtürme. Und du baust mir hier einen Wachturm. Es geht nicht weiter. Baut eine Turm. So. Dann baust du mir hier unten ein. Und du baust mir irgendwie hier drüben noch ein.
Jetzt müsst ihr mir noch eine Sache erklären. Wenn ich mich nämlich nicht absolut irre, dann wurde, das ist ja echt krass, der Alfswind wurde doch hier oben bestochen. Vicus Machcomani, wie kommt der so schnell runter nach Patavium? Das ist er doch. 27, ne? Ja, der war vorher 26. Das dauert doch definitiv länger als 3 oder 4 Runden, oder? Wie lange würde denn mein Diplomat brauchen? Ja, obwohl 1, 2, 3, 4 Runden. Aber ich glaube... Hä? Echt? Nee, ne? Das ist schon ein bisschen weird. Euer Ehren, ich rede mit Ihnen. Kann ich etwas tun? Ja, Meister. Okay. Kann ich etwas tun? Ich rede mit Ihnen. Ja, Meister. Hm. Ja, aber irgendwie sowas muss das ja sein. Ja, ich meine doch, ne? Oh, den Adalwolf, den muss ich jetzt auch noch wegplätten. Das sind mal wieder nur Bauern, ne? Ach nee, guck mal, das ist jetzt der Nächste. Ah, das ist der, mit dem wir per Du sind. Ja, okay. Mhm. Alles klar. Sind bereit. Jetzt müssen wir gegen die Bruti kämpfen, um hier die Niederlage abzuwenden oder irgendwie so. Das ist ja auch interessant, ne? Ich mach mal hier gerade den Adalwolf platt und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, das hat jetzt ganz gut geklappt. Wir haben die Einheit nochmal hier unten zum Fortbilden hingeschickt. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Da ist jetzt wieder der Überspion, der in Alesia für Unruhe sorgt. Aha, da werden wir ja angegriffen. Von den Römern. Der Alfswind, echt ohne Witz. Hat mich schwer enttäuscht. Okay. Dann werden wir uns eine gute Verteidigungsposition suchen. Und die Römer heftigst unter Beschuss. Ja, natürlich, beim Nebel ist normal, ne? Wie sieht eine gute Verteidigungsposition auf so einer Ebene aus? Die Frage ist ja jetzt für mich eher, woher kommen die anderen römischen Truppen? Okay, die kommen hier hin. Die Generäle machen wir wieder hier unten hin. Das hat vorhin recht gut geklappt. Da habe ich gute Erfahrungen mit. Und die Kavallerie kommt hier hin. Also ich hoffe mal, dass die Verstärkungen irgendwie hier hinkommen und dann fangen wir sie ab. Der schwache Feind musste neue Männer rufen. Einmal mal Pause. Natürlich nicht, ne? Jetzt spielen wir hier quasi auf dem Flachland. Das ist halt auch scheiße. Ja, die schicken wir mal gerade aus der Phalanx raus. Und dann bringen wir uns mal hier in Stellung. Noch mehr Köpfe, die unsere Krieger triumphal abschneiden können. Ich finde das immer ziemlich prätentiös, wie die da so, oder sehr, vielleicht ein bisschen zu selbstsicher. Sie hier über die römische Armee reden. Jetzt sind die ja doch nicht aus der Phalanx rausgegangen. Oder nur zum Teil, ne? Das dürften dann doch überwiegend Kollateralschäden gewesen sein. Bogenschützenbande.
Ihr gebt jetzt nochmal bitte Gas. Ich glaube, hier machen wir mal die Brandpfeile an. Das dürfte für uns lohnenswert sein, damit wir möglichst schnell Panik unter den römischen Truppen auslösen können, um dann... Komm doch hier, Hilfstruppen. Um dann mit unserer Kavallerie hingehen zu können, um die Einheiten aufreiben zu können. Kümmert euch mal bitte hier drum. Hey! Das sind aber nur Equites. Der Krieg. Der feindliche Kriegsherr ist tot. Er kann nun mit seinen Ahnen trinken und seine Krieger bei der Flucht beobachten. Ja, hier haben wir jetzt ein paar Verluste bei der Kaff, aber ich denke, das geht. Wichtig ist, dass wir hier Panik auslösen. Ich muss mal gerade langsamer machen. Die Armeen hier sind einfach viel zu groß. Das da hat geklappt. Ah, die Astarte haben meine Jungs hier in die Flucht geschlagen. Okay. Und dann machen wir das noch ein bisschen anders. Okay. Gut. Ihr kümmert euch um die Hastati. Barbarische Kavallerie. Springcaps. Felites, Springcaps. Und Hastati. Und du reitest hier durch. So. Gegen wen kämpfen die überhaupt? Ach, das sind die Kriegshunde. Oder die Lähmerhunde, Entschuldigung. Stellt euch mal hier auf. Schießt mir jetzt mal hier auf die. Tötet sie! Barbarische Kavallerie. Barbarische Kavallerie. Schlachtet sie! Greift schneller! Barbarische Kavallerie. Greift schneller! Das ist eine sehr aufwendige Schlacht hier. Barbarische Kavallerie. Greift schneller! Schneller! Bogenschütze! Der wird die da jetzt aufreiben, denke ich, oder? Na, vielleicht können wir ihn noch auf Distanz halten. Vielleicht gelingt uns das noch. Das ist jetzt bestimmt der Alfswind da hinten. So, wieder schön. Die fliehen genau so, dass die Römer verbliebenen Truppen hier als Unterstützung nutzen können. So, jetzt müssen wir nochmal nach den Fernkämpfen gucken. Ja, da sind nur noch 7 übrig, ne? Das ist halt so, so lame. Das ist wirklich so lame. Aber okay, gut. Wir schießen hier auf die Equites immerhin. Ihr schießt jetzt auf den General, bitte. Bogenschützen. Okay,
Okay, er schießt auf ihn. So, meine Generalseinheiten. Ja, wo stellen wir die gerade hin? Ja, wir müssen die Speerträgerbande leider aufgeben, befürchte ich. Er ist einfach viel zu schnell. Du bist ein Atzler, habe ich dir das schon gesagt, du schrottiger Römer? Habe ich dem Römer auch schon gesagt, dass er nicht mal kann, weil er hier gerade meine Speerträge aufreibt? Ja, der hält einfach ewig durch, den will ich nicht. Will ich wahrscheinlich nicht kriegen. Ihr habt den feindlichen General getötet. Seine Männer lernen jetzt die Furcht kennen. Okay, gut. Sie werden die Flucht ergreifen. Zum Angriff! Der Alfswind wird nur davon kommen, ne? Das ist er doch bestimmt. Einheiten! Einheiten! Vorwärts! Einheiten! Attacke! Speere! 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 Speerträgerbande! Macht sie nieder! Tötet sie! Bogenschützenbande! Mach's mal bisschen besser so. Greif's noch hier an. Einheiten! Attacke! Einheiten! Attacke! Greift schnell an! Okay. Gut, jetzt komm, jetzt erwische ihn. Stopp. Hab ich ihn? Ich hoffe, ich hab ihn. 1, 2, 3. Ich hoffe, ich hab ihn. Ich hoffe, ich hab ihn. Der Feind flieht vom Feld wie ein Pack ängstlicher Ziegen. Jagt und tötet sie alle. Ah, das ist einfach viel zu aufwendig, hier alles auf einmal zu koordinieren. Komm, mach die römischen Bogenschützen platt. Du kümmerst dich hier um den Gen. Und du versuchst ihn nochmal abzufangen, vielleicht hier in die Richtung. Boah, ist der schnell, der ist so wendig, das ist unglaublich. Ah ja, schön. Okay, was machen wir jetzt am besten? Du schießt auf die Equites. Okay, da komme ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr ran. Ängstlicher Zieh. Mach die Phalanx aus. Du greifst die hier an. Okay, die sind hinten unterwegs. Du greifst die hier an. Und die hier. Boah, sehr unübersichtlich. Es tut mir leid. Wo bist du denn unterwegs? Da hinten. Ach ja, genau, der reibt die römischen Bogenschützen auf. Ne? Mhm. Jagt und tötet sie alle! Barbarische Kavallerie! General! Bewegung, Bewegung! Ich hoffe echt, dass ich ihn erwischt habe. Wenn er mit einer Einheit überlebt, dann kotze ich am Strahl. Ja, Part ist jetzt auch recht lang geworden. Aber ich meine, es ist auch jetzt so die größte Schlacht bisher gewesen, die wir hatten. Greift doch diese scheiß Einheit an! Ja, okay, gut, da erwischen wir nichts mehr.
Dann können wir die Schlacht auch verlassen. Eure Krieger haben getötet, bis sie nicht mehr konnten. Ein vernichtender Sieg. Das waren fast 3000 Mann, ne? Gegen die wir jetzt gekämpft haben. Und da haben wir doch gut was weggehauen. Ich hoffe, dass wir echt den Alfswind platt gemacht haben. Das wäre echt so wichtig jetzt, dass wir halt direkt die Stadt einnehmen können. Fürchtet Jawohl, uns. Sehr geil. Bevölkerung ausradieren. Das Land gehört uns. Oh ja, please. Speichern. Ich glaube, wir haben zwei Einheiten Speerträger komplett eingebüßt. Können aber jetzt hier Elite-Axtkämpfer rekrutieren, was ja mal sehr geil ist. Panzerknacker gegen Römer ist immer sehr cool. Häuptling. Verteil die mal so ein bisschen. Häuptling. Ja. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Was haben wir denn in Patavium so? Das ist ja eigentlich immer eine recht gute Stadt, ne? Ein Rüstungsbauer. Cool. Cool, cool, cool. Schützenplatz, Arena. Sehr geil ausgebaut, das Teil. Geht doch mal auf sehr hoch mit dem Steuersatz. Also unser General, irgendwie hat er den noch, unser Spion, irgendwie hat er den noch da rausgeworfen. Wie alt bist du? 50. Ja, dann versuch's doch mal in Mediolanum mit deinem Glück. Cool, okay. Oh, die haben schon die Marios gefroren. Fuck. Oh, jetzt müssen wir schnell sein. Obwohl, da haben die alle eine dickere Panzerung, ne? Dann sind wir auch wiederum besser mit unseren, dann sind wir auch wieder besser mit... Mach die mal gerade hier rein. General. Befehle? Ja. Ja. General. Bewegung. Ja, dann sind wir wieder besser mit unseren Axtkämpfern. Die gehen doch in einer Runde, ne? Jawohl, gut. Okay, alles klar. Ja, mit den Axtkämpfern. Da müssten wir was machen, ne? Und dann zeig mal gerade hier. Oh, Galerius, der Schöne. Ja, wir schauen noch schnell, ich quicksave mal und wir schauen mal noch schnell in die ganzen Berichte hier. Diplomatische Informationen kriegen, aha, okay. Von Treforum hat ein Merkmal bekommen, der 50-jährige Spion. Hey, wir haben unseren ersten Berserker fertig und du baust mir direkt noch einen. Befehle? Bewegung! Es geht nicht weiter. Okay, der Baubericht. Burakum baut eine Taverne. Kondate baut eine Mauer. Und Alesia baut mir noch hier die Heldenhalle oder wie das Ding da heißt. Genau. Befehle, Häuptling. Und dann gehen wir wieder hier in Position. Befehle, marschieren. Warum ist hier die öffentliche Ordnung so schlecht? Momentan empfiehlt es sich nicht. Achso, ein Spion. Alles klar. Stimmt, ja, da ist dieser gallische Überspion drin, den wir niemals kriegen werden. Ja, Fortschrittlichste Seite ist egal. Rundenbericht, gucken wir nochmal kurz rein. Ist okay. Ereignisse einer Seite, der Rudolf, der Trunkenbold. Schön. Ist ja super. Perfekt. Genau das, was ich gebraucht habe. Vorwärts! Lermonum holt mir mal noch so einen Typen hier. Und das Ding reißen wir jetzt mal ab. Denn wir können das eh nicht, wir können das ja eh nicht weiter ausbauen. Sollen sich die Julia doch da drüben noch mit den Galliern kloppen. Und Patavium haben wir jetzt erfolgreich geplündert. Jetzt müssen wir hier halt ein bisschen aufpassen. Warte mal, warum habe ich denn überhaupt die Kavallerie geholt? Die hätte ich jetzt vielleicht gar nicht so dringend gebraucht. Aber du kannst mal vielleicht gerade hier rüber in den Hafen oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Bewegung. Geh mal scouten. Nur falls wir da drüben irgendwas sehen.
Ja, Darkin muss ich ja auch noch ausschalten. Also ihr seht, eine kurze Kampagne mit den Germanen ist eigentlich eine lange Kampagne. Zumindest so wie ich es jetzt gerade spiele, aber... Was ist das denn hier jetzt für eine Kotzkacke? Bla. Überall diese Rebellen und... Vorwärts! Es geht nicht weiter! Ihr merkt, ich stehe so ein bisschen auf dem Kriegsfuß hier mit der Kampagnenschwierigkeitsstufe. Also beziehungsweise, ich habe mal mit Pilo über sein Karthago-Let's Play gesprochen. Und da war es ja so, dass er auf, ich weiß gar nicht mehr, er hat irgendwie auf Mittel gespielt oder irgendwie sowas. Und er sagte dann dazu, ja, die AI wird ja dadurch jetzt nicht irgendwie schwieriger. Es ist eigentlich mehr oder weniger identisch mit einem hohen Schwierigkeitsgrad. Der einzige Unterschied besteht in der Hauptsache... Ist hier irgendwo, oder waren das vorhin die Rebellen? Ich weiß es nicht mehr, ich gehe mal gucken. Der einzige Unterschied besteht halt darin, dass halt die Kampagne ein bisschen mehr nervt. Und da hat er auch eigentlich, wenn ich das nochmal so resümierend betrachte, da hat er auch eigentlich recht. Denn diese ganzen Rebellen, die hier überall wie Pilze aus dem Boden schießen, andauernd, das ist einfach nur nervig. Adalmun, okay. General! Ja. Verlasse die Armee. Ja. Löse die mal auf. Gehen wir mal hier noch irgendwie eine Kaff-Einheit. Wir holen uns noch 2, 3 Kavallerieeinheiten und dann machen wir da drüben. Dann machen wir da drüben die ganzen Rebellen wieder mit so einer Kavalleriearmee platt. Dann stellen wir hier eine neue auf und machen dann hier und hier. Ja. Sowas in der Richtung. Okay, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Der Part war jetzt ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Es geht spannend weiter. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.